Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Model in the Loop, Software in the Loop und Hardware in the Loop sind drei aufeinanderfolgende Phasen im Entwicklungsprozess. Sie dienen zur Verbesserung der Codequalität und beitragen zur Gewährleistung der Systemleistung. Unter Model in the Loop versteht man dynamischer Test, der unter Verwendung eines Simulationsmodells des Systems in einer simulierten Umgebung durchgeführt wird. Software in the Loop ist eine Methode, die auf Model in the Loop aufgebaut ist. Sie ist eine Methode zum Testen und Verifizieren von Code in einer simulierten Umgebung. Diese Art von Test wird früh im Entwicklungsprozess durchgeführt. Dadurch können Fehler schnell erkannt und behoben werden, was die Kosten reduziert und die Codequalität verbessert. Im nächsten Teil der Entwicklungsprozess erfolgt der sogenannte Hardware in the Loop. Mit Hardware-in-the-Loop-Test können die Software mit realer Hardware verbinden und die Systemleistung unter realen Bedingungen testen. Durch diese umfassende Test werden potenzielle Probleme und Fehler erkannt und behoben, bevor das Produkt in Produktion geht. Das sorgt für Sicherheit und minimiert das Schadenrisiko. Die Entwicklung selbstfahrender Auto, der Einsatz medizinischer Geräte oder die Entwicklung von Satellitensystemen für den Weltraum erfordern viel Experimente. Diese Tests können sowohl teuer als auch lebensbedrohlich für Menschen oder Patienten sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, alles in einer Simulationumgebung vorher zu testen. Stellen wir uns vor, ein Software-Ingenieur bei einem Automobilhersteller, der eine neue Funktion entwickelt hat und nun sollen Tests durchgeführt werden. Welche Möglichkeiten bestehen? Die Softwarefunktion kann in einem Testfahrzeug installiert werden, um sie in der realen Welt zu testen. Eine weitere Option besteht darin, das elektronische Steuergerät mit einem Simulator zu verbinden, der das Fahrzeug simuliert. Das wird als Hardware-in-the-Loop-Testing bezeichnet. Jedoch wäre es nicht bequemer, die Software ohne jegliche Hardware zu testen. Dadurch können Zeit und Kosten eingespart werden, da mehrere Tests parallel simuliert werden konnten. Die Simulation konnte schneller oder langsamer als in echter Zeit durchgeführt werden oder sogar schrittweise zum Debugging. Des Weiteren konnte die Test bereits vor der Verfügbarkeit des Steuergeräts in echter Hardware gestartet werden. Dies ist die Idee des Software-in-the-Loop-Testens. Um eine Software-in-the-Loop-Umgebung aufzubauen, müssen bestimmte Schritte durchgeführt werden. Die zu testende Software wird in eine virtuelle Komponente, ein virtuelles Steuergerät, übertragen. Zusätzlich müssen weitere Komponenten hinzugefügt oder angepasst werden, die von der Hardware abhängig sind. Je nach Testanforderungen können verschiedene Abstraktionsebenen für das virtuelle Steuergerät verwendet werden. Beispielsweise kann nur die Anwendungsebene, also der Algorithmus, genutzt werden. Oder es können zusätzlich Basiskomponenten der Software integriert werden, um die Kommunikation zwischen mehreren Steuergeräten zu testen. Der nächste Schritt besteht darin, das virtuelle Steuergerät auf einem Offline-Simulator laufen zu lassen, um den Kreis zu schließen. Werden weitere Komponenten in die Simulation integriert, wie beispielsweise eine Fahrzeugsimulation oder eine Verkehrssimulation. Durch diese Zusammenführung entsteht eine Software-in-the-Loop-Testumgebung. Die Software-in-the-Loop-Testumgebung bietet zusätzlich Vorteile. Es kann eine Standard-PC verwendet werden und die Simulationszeit ist äußerst flexibel. Tests können parallel gestartet werden und vieles mehr. Ein anderes Beispiel dafür wäre ein Satellit. Die Gestaltung und der Bau von Systemen für den Betrieb im Weltraum stelle eine komplexe und anspruchsvolle ingenieurtechnische Herausforderung dar. Es ist nicht praktikabel, vor dem Start der Raumfahrzeug alle Bedienungen im Weltraum nachzustellen. Die Korrektur von Fehlern an einem im Orbit befindlichen Raumfahrzeug ist äußerst kostenspielig und in der Regel keine Option. Daher muss ein Raumfahrzeugdesigner große Anstrengungen unternehmen, um den sicheren Betrieb ihrer Systeme in einer Umgebung zu gewährleisten, die sie nie testen konnten. Zur Prüfung des Flugsoftware werden häufig Hardware-in-the-Loop und Software-in-the-Loop-Simulationen als Verifizierungsmethode verwendet. Vorteile von Software in the Loop. Die Anforderungen von Software in the Loop Simulationen brauchen keine spezielle Geräte oder Testbänke wie bei Hardware in the Loop Tests. Dadurch ist es kosteneffektiv, Software in the Loop Tests in vielen Fällen einzusetzen, was Testengpässe reduziert und den Entwicklungsprozess beschleunigt.
Da die Simulation ausschließlich in der Software durchgeführt wird, kann der Test tatsächlich schneller als in echter Zeit ablaufen. Simulationsprogramme bieten Flexibilität und Wiederholbarkeit. Tester können mehrere Simulationen durchführen und dabei einen einzigen Parameter anpassen, während alle anderen Aspekte des Szenarios konstant bleiben. Dadurch entsteht eine effektive Rückkopplungsschleife mit der Softwareentwicklung. Software in the Loop hilft dabei, die Entwicklung von Software und Hardware zu entkoppeln, sodass Softwareentwickler neue Funktionen und Features in ihrem eigenen beschleunigten Tempo erstellen können. Organisationen können Codefragmente oder Komponenten einer komplexen Lösung testen, während sie entwickelt werden, anstatt auf das vollständige Produkt warten zu müssen. Durch Multithreading können mehrere Tests gleichzeitig statt-sequenziell durchgeführt werden, was ebenfalls Zeit spart und die Effizienz verbessert. Die für Software in the Loop entwickelten Simulationen können auch bei Hardware in the Loop Tests wiederverwendet werden, um die Leistung der physischen Hardware und der Querverbindung zu überwachen. Die Ergebnisse können problemlos zwischen Entwicklungsteam, Technologieanbietern, Original Equipment Manufacturers und Dritten ausgetauscht werden. Herausforderungen bei der Implementierung von Software in the Loop. Obwohl Software in the Loop für das Simulieren von Design und das Testen von Codes viele Vorteile bietet, gibt es mehrere Herausforderungen. Diese Herausforderungen müssen bewältigt werden, um die Vorteile von Software in the Loop vollständig nutzen zu können. Skalierbarkeit. Die Implementierung von Software in the Loop für große angelegte Demonstrationen erfordert oft eine große Anzahl von Computern und somit ausreichend Platz im Labor, die Einrichtung und Synchronisierung der Software auf mehrere Maschinen kann eine komplexe und ressourcenintensive Aufgabe sein. Zudem müssen die Kosten für den Erwerb und die Wartung der benötigten Hardware berücksichtigt werden. Modifikationen der zu untersuchenden Software. In vielen Fällen erfordert Software in the Loop Modifikationen an der zu untersuchenden Software, um eine nahtlose Interaktion mit dem Simulator zu ermöglichen. Diese Modifikationen sind nicht ideal, da einer der Hauptgründe für den Einsatz von Software in the Loop darin besteht, die Herausforderungen der Modellvalidierung zu umgehen. Daher stellt die Notwendigkeit von Softwareanpassungen eine Einschränkung für die weiterreichenden Anwendungen von Software in the Loop Lösungen dar. Echte Zeit Ausführung. Software in the Loop Simulationen sollten in echter Zeit ausgeführt werden, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Die Erreichung einer echten Zeitausführung kann anspruchsvoll sein, insbesondere bei komplexen Systemen oder wenn die Simulation rechenintensive Algorithmen umfasst. Hardware-Software-Interaktion. Bei Software in the Loop interagiert die zu testende Software mit simulierten oder emulierten Hardware-Komponenten. Die Gewährleistung, dass diese Interaktion das Verhalten der tatsächlichen Hardware korrekt abbildet, kann herausfordernd sein, insbesondere bei komplexen Hardware-Schnittstellen oder Timing-Beschränkungen. Das Embedded Software in the Loop Framework. Wenn die Schnittstellen für Software und Hardware abgefangen sind, muss der Entwickler sie lediglich mit Ein- und Ausgaben versorgen. Hierbei hängt die konkrete Umsetzung der Simulation von der verwendeten Software ab. Hierzu wurde von Mixedmood das Embedded Software in the Loop Framework entwickelt. Die Simulation wird über eine Python Application bereitgestellt, um mit möglichst wenig Aufwand und flexibel die Hardware-Komponenten nachzubilden. Alternativ kann der Entwickler aus Leistungsgründen C++ oder C implementieren. Hiermit sind der Simulationen keine Grenze gesetzt. Ebenso kann der Prüfer komplexe Modelle MATLAB Simulink oder eine andere Modellierungssoftware erstellen. In den meisten Fällen ist es jedoch eine komplexe physikalische Simulation nicht nötig, da lediglich eine klare Input-Output-Test auszuführen ist. Grenze des Einsatzes von Software in the Loop. Embedded-Systeme sind häufig in Echtzeit-Umgebungen mit speziellen Echtzeit-Betriebssystemen integriert. Da das Hostsystem einer Simulation auf einem PC nicht in der Lage ist, Echtzeitverhalten zu feeden, kann das genaue Zeitverhalten in der Simulation nicht exakt umgesetzt werden,
Normalerweise ist es kein Problem, da funktionale Tests keine Zeitabhängigkeiten berücksichtigen. Jedoch sind Leistungen und Ladetests für eine sinnvolle Ausführung in einer simulierten Umgebung oft nicht praktikabel. Die Timing-Verhältnisse, die beim Zusammenspiel mit der realen Hardware auftreten, lassen sich selten so realistisch simulieren, dass der Test gegen die tatsächliche Zielhardware vollständig ersetzt werden kann. Der Aufwand für die Erstellung und Pflege der Hardware-Simulation kann je nach Komplexität der zu simulierenden Hardware beträchtlich sein. Insbesondere während Relaisephasen kann dies zu Engpässen und hohem Zeitdruck führen. Oft wird übersehen, dass die Hardware-Simulation selbst eine Form von Software ist, die ebenfalls überprüft werden muss. Entwickler müssen basierend auf dem Verhalten der Hardware-Simulation Qualität Aussagen über die zukünftige zu lieferende Software treffen, auch wenn sie vorläufig sein können. In der Regel durchläuft ein Testframework jeglicher Art eine Phase von anfänglichen Kinderkrankheiten, bei denen gefundene Fehler zunächst hauptsächlich dem Framework und nicht dem eigentlichen Testobjekt zugeschrieben werden. Zudem müssen die Testergebnisse, die durch die Software-in-the-Loop-Methode gewonnen werden, sorgfältig auf ihre Aussagekraft überprüft werden. Dennoch bietet der Software-in-the-Loop-Ansatz in den genannten Umständen ein bewährtes Verfahren für Software-Tests, selbst wenn die Zielhardware noch nicht verfügbar ist. Künstliche Intelligenz und Software-in-the-Loop. Die Software-in-the-Loop-Technologie wird eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung und Überprüfung von Softwarekomponenten spielen. Durch Fortschritte in Simulationen, künstliche Intelligenz und Automatisierung wird Software-in-the-Loop dazu beitragen, die Softwarequalität zu verbessern, die Time-to-Market zu verkürzen und die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen zu gewährleisten. Die Zukunft der Software-in-the-Loop verspricht aufregende Möglichkeiten für die Softwareentwicklung und andere Branchen, die von dieser Testmethode profitieren können.